Es reicht nicht, dass der Euro wollt. Rettet unser Klima, rettet unser Klima, der wollt. Das machen wir wollen. Denn es reicht nicht, dass der Euro wollt. Rettet unser Klima, rettet unser Klima, wehrt euch, leistet Widerstand gegen die Braunkohle hier im Land. Halt die Barrikaden, auf die Barrikaden, wehrt euch, leistet Widerstand gegen die Braunkohle hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, wehrt euch, leistet Widerstand gegen die Braunkohle hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, wehrt euch, leistet Widerstand. Also das nächste Lied ist vor der großen Demo am Hambacher Forst 2018 entstanden. Wer war schon da 2018 am Hambacher Forst? Wow! Gut. All we are saying is give trees a chance von Yoko Ono und John Lennon. Gib den Bäumen eine Chance, give trees a chance. Rettet das Klima, stoppt Kohle jetzt. Also, bitte mitsingen. All we are saying is give trees a chance. All we are saying is give trees a chance. Rettet das Klima, stoppt Kohle jetzt. Rettet das Klima, stopp Kohle jetzt. Give trees a chance. All we are saying is give trees a chance. Rettet das Klima, stopp Kohle jetzt. RWE will Kohle fördern, Bäume mördern, frisst die Dörfer und die Landschaft, haut die CO2-Bilanz kaputt. All we are saying is give trees a chance. Rettet das Klima, stopp Kohle jetzt. Ja,
Ja, also der Bus mit den internationalen Gästen ist jetzt angekommen. Wir warten jetzt kurz und dann, denke ich mal, kommt die Gruppe zu uns. Also, mein Name ist Eva Töller. Ich komme aus Aachen und bin hier öfters aktiv. Mein lieber Freund Michael Zobel, der ist leider im Moment im Krankenhaus, deswegen bin ich hier alleine. Und unsere Feier für den 100. Spaziergang, das ist jetzt erstmal verschoben. Aber die Aktion sollte natürlich nicht verschoben werden. Und er hat mich gebeten, hier hinzukommen. Ich habe auch noch ein Grußwort, das machen wir gleich. Jetzt gibt es hier zwei Menschen, die von dem Spaziergang der Zukunft von Helge und Saxana erzählen wollen. Wir hatten ja hier schon mal dieses dreiteilige Bild, was hier entstanden ist und hier auch gezeigt wurde. Das war ja jetzt in Kassel bei der Documenta und die sind von dort losgegangen hierhin. Und die wollen jetzt hiervon erzählen. Also, wir hören gerne euch zu. Also, mein Name ist Christiane Niesel und ich war jetzt 2,5 Tage mit dem Zukunftsspaziergang unterwegs. Es ist so, Saxana und Helge sind mit ihrem Kunstwerk unterwegs. Die rufen natürlich auf, dass man jederzeit dazukommen kann. Helge und Saxana gibt es im Internet, unter dieser Internetseite Helge Saxana. Und sie haben dieses wahnsinnige Bild gemalt, was sie das große Gelingen nennen, groß mit Fragezeichen. Und sind also jetzt genauso lange, wie das Bild gedauert hat, sind sie eben unterwegs hier von Kassel. Dort ist das Bild im Rahmen der Documenta so halbwegs gelaufen und jetzt kommen sie zurück. Saxana ist ja da sehr spirituell und sie sagt, sie ist die Schildkröte. Die Schildkröte kommt immer wieder zurück dahin, wo sie ihre Eier gelegt hat. Das Kunstwerk muss zurück nach Lützerath, denn es ist hier geboren worden, bei Eckart Heukamp im Hof. Okay, Lützerath bleibt. Ja, und nochmal einen großen Applaus an Helge und Saxana für ihren Zukunftsspaziergang. Schaut auf deren Seite, es wäre super, wenn da immer wieder Unterstützung käme. Und die da nicht alleine gehen. So, willst du auch noch was sagen? So, hallo, ich bin der Todde. Ja, also Zukunftsspaziergang von Helge und Saxana, das ist ja schon der 6. Teil. Ja, schon was länger unterwegs und diesmal ist es ein Spaziergang von Kassel nach Lützerath. Das sind 256 Kilometer. Jeden Tag sollen zwischen 10 und 15 Kilometer gemacht werden. Und warum ist das in Kassel losgegangen? Also erstens sind sie ja mit dem Kunstwerk in Kassel gewesen. Und das ist ja die Documenta 15. Und Helge und Saxana haben ja der Documenta-Leitung auch vorgeschlagen, die Documenta umzubenennen, indem man einfach noch ein Komma einfügt, nämlich Documenta 1,5. Ja, also eine grandiose Idee. Leider ist es noch nicht dazu gekommen bis heute. Wir hoffen noch, dass da vielleicht was passiert in dieser Richtung. Ja, und ansonsten, also werde am Montag in das Oberbergische Land fahren und die auch 2 Tage lang begleiten. Ja, und ich möchte nochmal dafür werben, dass vielleicht noch andere Menschen sich einfach mal die Route angucken. Helge-Saxana.com ist die Website, da ist die ganze Route zu sehen und dann könnt ihr mal überlegen, ob ihr nicht vielleicht eine Etappe mitgeht. So, apropos mitgehen, was passiert denn heute noch, Eva? Ja, also ich bin auf jeden Fall schon mal gebeten worden, darauf hinzuweisen, dass diese Verwallung, die da ist, das ist wie so ein Gartenzaun und dahinter ist RWE-Gelände. Das soll ich einfach nochmal ganz klar sagen. Ich wollte euch auf jeden Fall danken, dass ihr alle gekommen seid. Ich sehe hier so viele rote T-Shirts, rote Hosen. Einfach gute Farbe, um eben zu sagen, hey, stopp. Die 1,5-Grad-Linie haben die indigenen Völker damals in Paris bei der Klimakonferenz auch eben angespannt aufgelegt mit ihrem langen Banner. Das haben wir auch hier. Also die Geschichte haben wir hier dabei. Und jetzt wollte ich eigentlich die ganzen Menschen von der Sommerakademie begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Und jetzt gebe ich das mal weiter. Ja, wir sind eben von Mönchengladbach gekommen. Dort findet eine Sommeruniversität der sozialen Bewegungen statt.
Und wir haben uns entschlossen, hier diese Aktion zu machen, die Rote Linie-Aktion zum Schutz von Lützerath, um uns schützend vor Lützerath zu stellen. Es ist ja schon ganz viel gesagt worden, worum es hier eigentlich geht. Aber man sieht ja die Bagger von RWE, also das sind Braunkohlebagger, das wissen ja nicht alle Menschen, dass hier Braunkohle aus ganz tiefen, aus der großen Tiefe herausgebaggert wird und dann dort hinten in den zu sehenden Kraftwerken wird es da verbrannt und verstromt. Worum es hier geht, ist eben, wenn Deutschland seine Vereinbarungen der Klimakonferenz aus dem Jahre 2015 einhalten will, gibt es genug Studien, die beweisen, die ganz klar sagen, die Bagger müssen vor Lützerath gestoppt werden. Vor Lützerath müssen die Bagger gestoppt werden. Hier verläuft tatsächlich nicht nur symbolisch die 1,5 Grad Grenze. Und deswegen sind wir heute hier und schauen uns das zunächst auch mal an, durch den Dorf- oder Waldspaziergang. Und danach ab 18 Uhr bauen wir entlang der L277 zum einen eine rote Linie auf und zum anderen im rechten Winkel auch schützend hier auf dieser kleineren Straße in dieser Richtung entlang der Bäume und auch entlang der Wiese, wo eben die Aktivistinnen von Nützi lebt, so nennen die sich, von Nützi lebt, eine Zone à de Fondre, also eine Zone der Verteidigung aufgebaut haben, haben auch viele Strukturen geschaffen, nicht nur am Boden, sondern auch auf vielen Bäumen, das können Sie sich nachher auch mal ein bisschen anschauen. Und dann wird es noch eine Aktion geben vor dem Bauernhof von Eckart Heukamp. Eckart Heukamp ist der Bauer, der hier über lange, lange Zeit sich gewehrt hat gegen seine Zwangsenteignung und auch hier heute auch mit dabei ist. Dort gibt es eine Aktion mit einem 15 Meter, ja, er hat auch immer noch die Hoffnung zu bleiben.